Für mich ist es eigentlich eine kostbare Zeit und morgen geht so ein bisschen wieder die Normalität los. Ein ganz wenig schon spüren wir etwas davon. Aber eigentlich vermisse ich ein bisschen die Ruhe, die es in den Straßen, in den Quartieren gab. Und vor allem vermisse ich die leeren Straßen. Gerade heute Morgen habe ich gedacht, das ist das letzte Mal, wo ich so richtig Gas geben kann. Hoffentlich hat es keinen Blitzer. Ja, also das werde ich definitiv vermissen. Aber ich glaube auch, dass es eine besondere Zeit ist, weil Gott es eine besondere Zeit macht. Ich glaube, Gott hat wirklich etwas auf dem Herzen mit dieser Zeit. Er möchte uns, er möchte seine Braut, er möchte dich vorbereiten, er möchte dich stärken. In einer Krise ist es immer fundamental, was für ein Anker ich habe, was ich für ein Fundament, das ich habe, ob ich ein gesundes Gottesbild habe oder nicht. Und wenn solche Krisen wie diese sind, dann offenbart sich das Fundament, dann zeigt sich, was unter der Erde ist. Dann kommt es ans Licht. Und ich glaube, dass das so eine Zeit ist. Es zeigt sich, was wir dann wirklich denken, was wir wirklich glauben über Gott und über uns. Ich möchte einfach beten, dass heute unser Gottesbild ein bisschen an Weite kriegt, dass es größer wird. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Du bist ein lebendiger Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Du bist der, der jetzt auch neben jedem Einzelnen in der Stube sitzt. Du bist der, der seinen Finger auf uns legt, seine Hand auf uns legt, der uns in das Reich hineinnehmen möchte, das du baust, der uns stärken möchte, der uns trösten möchte. Danke, dass du genau weißt, was jeder braucht. Wir rechnen mit dir. Ich rechne mit deiner Gegenwart. Amen. Amen. Ja, wir sind ja mitten in dieser Serie, wie es Dan schon gesagt hat, es geht um himmlische Begegnungen. Und heute habe ich eine Frau natürlich als Beispiel genommen. Früher war es ja so, dass wenn man eine besondere Begegnung mit Gott hatte, dass man vielleicht einen Altar gebaut hat oder sonst ein Denkmal. Diese Frau ist für mich eigentlich selbst zum Denkmal geworden, für meinen eigenen Glauben. Denn sie fordert unser Gottesbild ganz, ganz schön heraus. Wir begegnen nämlich einem Gott, der ist kein Märchenlieber Gott, Gott, sondern ein Gott, der schweigt, der sich wegdreht, der uns ignoriert. Es ist heute keine so schöne Drei-Punkte-Predigt, sondern ich halte einfach einmal eine ganz einfache, simple Textauslesung. Dazu gehen wir in Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Da heißt es: Danach brach Jesus auf und zog sich in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon zurück. Das war zwei Tagesmärsche davon entfernt, wo Jesus vorher war, nämlich am See Genezareth. Und irgendwie überrascht es uns, was macht Jesus dort? Eigentlich verstößt er nämlich gegen seine eigene Regel, die er vorher den Aposteln gegeben hat, seinen Jüngern gegeben hat. Geht nicht in nichtjüdisches Gebiet. Er selbst ist jetzt jedoch hier. Und Kanaan war ein Land, das Gott eigentlich verabscheute. Oder besser gesagt, die Einwohner, weil sie okkulte Praktiken taten. Gott hatte eigentlich seinem Volk befohlen, sich von diesem Land fernzuhalten, ja, die Einwohner auszurotten, aber es gelang Israel nicht. Was wollte also Jesus nun dort? Schauen wir kurz zurück, was vorher passiert ist. In Israel selbst ist die Stimmung ziemlich aufgeheizt und es war eine riesige
Debatte am Gehen, wer ist dieser Jesus? Die einen haben gesagt, ja, er ist der erwartete Messias. Und andere haben gesagt, nein, er ist ein Prophet. Und die Dritten haben gesagt, nein, der ist ein Gotteslästerer und Ketzer. Und einiges, was Jesus getan und gesagt hat, hat die politische Führung und die religiöse Elite in Israel völlig in Rage gebracht. Und für sie war es klar, das ist definitiv nicht der kommende Retter, den wir erwarten. Jesus verurteilt diese Haltung und dieses fromme Gehabe aufs Schärfste und darum wollen sie ihn töten. Und jetzt zieht Jesus sich zurück. Er möchte seine Ruhe, er möchte dorthin, wo ihn niemand erkennen kann. Und vielleicht sucht er einfach die Stille mit seinem Vater. Und dort begegnet ihm jetzt diese Frau. Diese kananitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Keine Antwort. Stell dir das vor. Du wirst einfach ignoriert, als wärst du Luft. Und die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, geschieht dir ganz recht. Was denkt die sich eigentlich? Wo die herkommt? Warum soll ihr Jesus helfen? Vielleicht hast du auch schon ähnlich gedacht. Die ist doch selber schuld. Der hat sich das selber eingebrockt. Warum soll jetzt ihn Jesus wieder aus der Patsche nehmen? Ist es nicht so? Manchmal sind solche Gedanken in unserem Herzen. Und dann sind wir nicht weit davon entfernt, wie ein Pharisäer zu denken, die sich sagen, Gott hilft nur denen, die gut genug sind. Schließlich drängten ihn seine Jünger, heißt es weiter. Erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Jesus entgegnete, ich bin nur zu Israel, dem Volk von verlorenen Schafen, gesandt. Wow, endlich eine Reaktion, aber immer noch nicht zur Frau hin. Nur zu den Jüngern redet er und die Frau, die ist irgendwie immer noch Luft. Das ist wirklich schwer auszuhalten. Und ich habe gedacht, was ist nur hier los? So ignoriert zu werden, das ist fast nicht zum Aushalten, das ist schwer zum Ertragen. Gott schweigt und Gottes Bodenpersonal verhält sich einfach unmöglich. Aber vielleicht erfahren gerade einige unter euch ein solches Verhalten. Gott schweigt und das Umfeld hat auch so seine besten Kommentare dazu. Du weißt vielleicht, wie es ist, vor geschlossener Türe zu stehen, abgewiesen wie ein Flüchtling. Du kennst vielleicht schon diese Verzweiflung, diese Demütigung, diese Wut, weil der Vermieter keine Gnade kennt oder weil der Arbeitgeber jetzt dir doch noch die Kündigung geschrieben hat oder vielleicht, weil dein Kapital auf deiner Bank definitiv nicht reichen wird. Ich glaube, die Welt ist zurzeit voll von solchen Verzweifelten. Und die schreien, wo bist du, Gott? Was hast du vor? Gibt es dich überhaupt? Du lässt mich im Stich. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente. Und wer so ignoriert wird, dreht sich irgendwann enttäuscht ab oder wütend. Nicht diese Frau. Sie kommt, sie lässt nicht locker, sie bleibt hartnäckig, sie wird lauter, sie hündelt, heißt es eigentlich im Griechischen, wie ein Hund winselt und bettelt. Da kam die Frau näher, fiel vor ihm nieder und bettelte, Herr,
hilf mir. Er antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Es ist wirklich schwer auszuhalten. Ein Hund, das sitzt. Spätestens jetzt würde ich davonlaufen und sagen, nein, Herr, nicht mit mir. Aber diese Frau, sie sagt das kürzeste Gebet, das es gibt. Ja, Herr. Ja, Herr, erwiderte sie. Und doch essen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ja, Herr, es stimmt, du hast recht. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, wer ich bin. Ich gehöre nicht zu den Kindern. Ich gehöre zu den Hunden. Du hast recht. Ich stelle mich deiner Diagnose. Ich habe verstanden. Und dennoch, trotzdem, dieses Wort hat es mir angetan. Dieses trotzdem sprengt das enge Gedanken der Pharisäer und der Jünger. Sie hat anscheinend ein viel größeres, ein viel weiteres Gottesbild. Wir wissen nicht woher. Sie rechnet mit einem Erbarmen, das grenzenlos ist, das ohne Social Distancing ist, das keine Beschränkung kennt. Und da sagt Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Ja, ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, Trotzdem Glaube. Trotzdem Glaube. Ein Glaube, der sich nicht an inneren oder äußeren Widerständen oder Herausforderungen stößt. Ein Glaube, der all dem trotzt. Ja, diese Geschichte ist wirklich ein harter Brocken. Ich denke, es ist eine der schwierigsten Geschichten im Neuen Testament. Und wir begegnen hier einem Jesus, von dem es schwer ist zu glauben, dass er wirklich so reagiert und so handelt, so kalt und abweisend ist. Eigentlich ist die Geschichte für uns Frauen ärgerlich und für Männer ist sie einfach nur peinlich. Eine gedemütigte Frau und ein herrschsüchtiger Mann, das ist doch so die typische Vorstellung. Luther hat gesagt, nirgends ist Christus so hart gemalt wie hier. Aber ist Gott wirklich so unbarmherzig? Macht er wirklich seine Hilfe abhängig von dem, wer ich bin, woher ich komme, was ich tue? Und ich sage hier einfach, nein, 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 niemals, never, ever. Das würde völlig der Botschaft der ganzen Bibel widersprechen. Wir haben hier keinen kalten, herrischen Jesus vor uns, der irgendwie parteiisch ist. Ich denke eher, wir haben hier einen Jesus vor uns, der in einem inneren Zerriss steht, der vielleicht daran denkt oder merkt, wow, es ist soweit, es geht nicht mehr lange bis zum Kreuz. Die Nichtjuden kommen. Vielleicht ist er aber einfach in einer Zwickmühle, weil er genau weiß, wenn ich dieser Frau jetzt einfach helfe, dann wird das in dieser aufgeheizten Stimmung, wird mir das ausgelegt als Verrat gegen mein eigenes Volk. Und dann haben die Juden einen triftigen Grund, mich ans Kreuz zu schlagen. Und dann ist mein Auftrag gefährdet, weil ich dann nicht mehr als Schuldlose für die Schuldigen sterbe. Also vielleicht war er wirklich in dieser Zwickmühle, aber es war die Frau, die ihm hier einen Ausweg gab. Ich glaube also, dass wir hier nicht einen kalten und herrschenden Jesus vor uns haben. Warum glaube ich das? Weil wenn Jesus ein Abbild des Vaters ist, er hat ja gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater.
Wer also Jesus sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, Gott ist ein barmherziger Gott. Der Vater ist ein barmherziger Gott, durch und durch. Barmherzigkeit und Gnade ist die Essenz von Gott, ist das, was ihn ausmacht. Ja, ich weiß, da hat es eine andere Seite, da ist seine Gerechtigkeit und sein Zorn. Aber die vorherrschende Charaktereigenschaft von Gott ist seine Gnade, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Nur bei denen, die ihm widerstehen, bei den Stolzen, die bekommen die andere Seite zu spüren. Aber hier war ja keine stolze Frau, sondern eine, die zu ihm kommt. Gehen wir doch ein bisschen durch in der Bibel. Gott selbst hat sich als gnädig und barmherzig vorgestellt. Einem Mose, als Mose ihn sehen wollte und Gott sich weder im Feuer noch im Erdbeben zeigte, sondern in einem leisen Wispern. Und er sagte dann zu Mose, ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld. Meine Güte und Treue sind grenzenlos. Weiter gibt es eine Geschichte von einem Propheten, der einen ganz bestimmten Auftrag hatte. Er sollte einer Stadt das Gericht, eben den Zorn Gottes, predigen. Aber dummerweise haben die auf seine Predigt gehört. Und er war wütend. Warum? Weil er eben ein engstirniger Jude war. Er hatte gedacht, die haben es doch nicht verdient. Das sind keine Juden. Wieso verdienen es die jetzt, dass sie umkehren und Gott sich ihnen zuwendet? Und hört mal, was Jona sagt zu Gott. Wütend und beleidigt, sagt er. Genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das wird immer und immer wieder wiederholt. Psalm 84, 15. Aber du, Herr, bist ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Du hast viel Geduld. Deine Güte und Treue sind grenzenlos. Psalm 103, Vers 8. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er klagt nicht immer von an und bleibt nicht für alle Zeit zornig. Er straft uns nicht, wie wir es verdienten. Ja, das habe ich, glaube ich, auf das Leid alles ausgelassen. So unermesslich groß wie der Himmel ist, ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. Sofern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns. Und dann wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Psalm 145, 8. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld. Seine Güte kennt keine Grenzen. Der Herr ist gut zu allen. Er erbarmt sich über all seine Geschöpfe. Das geht weiter im Neuen Testament. Jesus selbst zeigt sich immer wieder als barmherzig. Markus 6, 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Lukas 15, 20, da geht es um die Geschichte vom verlorenen Sohn, der wieder zurückkommt, nachdem er das ganze Erbe vom Vater verprasst hat. Er kommt zurück ins Vaterhaus. Und hier steht es, er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn.
oder in der Geschichte mit dem Schuldner, der Jesus bat, seine Schulden zu vergeben, selbst aber dann nicht barmherzig war. Aber hier steht in Matthäus 18, 26, aber der Schuldner warf sich vor ihm, vor dem Haus hernieder und bat, hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihn auch noch die ganze Schuld. Dieses Mitleid, dieses Mitfühlen, das geht an die Nieren, heißt es eigentlich im Griechischen. Das ist tiefstes, innerstes Mitgefühl. Nicht nur einfach irgendein oberflächliches, ja du Armer. In Matthäus 23, 27 sehen wir Jesus kurz vor der Kreuzigung, als er vor Jerusalem steht und ihm die Tränen über das Gesicht laufen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Jesus macht einfach so deutlich, Gott weiß es, Gott fühlt es. Er möchte sein Volk unter seine Flügel nehmen. Er möchte es trösten, er möchte ihm Sicherheit geben. Was immer deine Situation ist, ich glaube, Gott möchte dich unter seine Flügel scharen, wo du ganz sicher bist, wo du keine Angst zu haben brauchst. Doch manche denken, ich bin zu weit weg von Gott. Ich bin nicht gut genug. Warum sollte mir Jesus helfen? Ich habe es doch nicht verdient. Andere vielleicht schon, aber ich doch nicht. Ich kenne eine solche Zeit. Die anderen, aber ich doch nicht. Aber wer so denkt, ist wirklich nicht besser als die Jünger oder ein Pharisäer. Der ist in seinem engen Denken gefangen. Der denkt zu klein von Gott und zu groß von sich selbst. Ich glaube wirklich, dass es weder das Betteln der Jünger noch die Hartnäckigkeit dieser Frau war, die Jesus dann bewogen haben, doch einzugreifen. Wir haben zwar so eine Geschichte von einer hartnäckigen Witwe, aber ich glaube, dass es hier einen anderen Grund gab, sondern einfach, weil die Barmherzigkeit in seinem Herzen angeregt wurde. Gottes Hilfe hängt nicht von dir ab. Sie hängt nicht davon ab, wo du herkommst. Sie hängt nicht davon ab, wie gut du bist. Sie hängt nicht davon ab, was du getan hast oder eben unterlassen hast. Sie hängt nicht davon ab, wie lange du in der Bibel liest oder wie intensiv du betest, wie viel Zeit du mit Gott verbringst. Sie hängt nicht von den vielen Konferenzen ab. Denn das alles konnte die Frau nicht vorweisen. Und trotzdem hat Gott ihr einen großen Glauben bescheinigt. Er hat ihr quasi einen Blankoscheck ausgefüllt. In diesem Blankoscheck hat es noch keine Unterschrift. Sie konnte selbst ausfüllen, was du willst, soll geschehen. Und sie hatte nur eines, sie war selbst eine barmherzige Frau und sie wollte nur eines, dass ihre Tochter gesund würde. Jeder, der es mit Gott ernsthaft unterwegs erlebt, wird irgendwann mal eine solche Glaubensenttäuschung erleben und wird erleben, dass Gott wirklich kein Märchengott, lieber Gott ist, sondern dass er manchmal schweigt, dass er manchmal hart ist, dass er manchmal sich wegträgt. Sogar ein Liedermacher hat es auch schon aufgenommen, diese Spannung, wenn Gott schweigt, wenn er so weit weg scheint. Er hat genau wie diese Frau, hat er aber gesagt, trotzdem, im Psalm 73, Vers 23, dennoch
bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir ganz Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Genau so hat diese Frau geglaubt. Sie spricht Jesus an, und zwar nicht als ihren Wunderdoktor, der jetzt unbedingt heilen muss, sondern sie spricht ihn an als Sohn Gottes, als ihren Retter, als den Gesalbten Gottes. Sie sagt einfach: Herr, hilf mir, erbarm dich. Und ihr Erbarm dich ist existenziell gefühlt. Es lässt keinen Zweifel daran, dass sie ganz genau weiß, woher ihre Hilfe kommt. Sie kommt von dir, Jesus. Ja, ich habe es nicht verdient, sagt sie vielleicht. Aber ich rechne mit deinem Erbarmen. Und das ist stark genug. Es wird mir helfen, es wird meiner Tochter helfen. Ein Brotkrümel von deinem Tisch reicht. Jesus nennt diesen Glauben groß, weil sie eben Gott viel mehr zutraut, als es die Jünger taten oder die Pharisäer. Sie weiß, wer Jesus ist, sie weiß aber auch, wer sie ist. Und sie weiß, dass sie eigentlich kein Anrecht hat. Und dennoch, trotzdem wendet sie sich an Jesus mit dem kürzesten Gebet, das es gibt. Herr, erbarm dich. Herr, hilf mir. Was doch so ein trotzdem Glaube einer Mutter vermag. Wo Männer vielleicht engstirnig denken, längst aufgegeben hatten, hält sie durch und trägt den Sieg davon. Diese Geschichte macht mir Mut zu vertrauen. Diese Geschichte macht hoffentlich auch dir Mut in der Krise. Nutze diese Krise, nutze die Schwierigkeiten, die du erlebst, gerade jetzt, klein oder egal wie sie aussehen. Nutze die Schwierigkeiten, um dein Fundament zu stärken, um dein Gottesbild größer werden zu lassen. Ich bin im Moment ganz bewusst am Üben davon. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zu Jesus komme, Herr, hilf, mit einem kurzen Gebet, er ist treu und hilft. Und das Gute ist, wenn du so zu Jesus kommst und dich an sein Erbarmen klammerst, dann wird nicht nur dein Fundament gestärkt, du selbst wirst zu einem besseren Menschen. Denn wer Erbarmen erfährt, kann auch Erbarmen weitergeben. Also nutze die Zeit und lerne beten. Dieses Kyrie Eleison, wie es manchmal so heißt oder in den Kirchen gesungen wird. Herr, hilf mir. Übe es ein. Komm zum Vater mit jeder Sorge, mit jeder Angst, mit jeder Not, egal wie groß sie ist. Fasse Mut und vertraue dem barmherzigen Gott. Er ist durch und durch Gott gut, barmherzig und treu. Er ist für dich da. Setze ihm dein Trotzdem entgegen, dein Dennoch, dein Aber. Setze es ihm entgegen. Ich hoffe, es hat dich ermutigt. Und ich glaube, es würde helfen, wenn wir jetzt einfach gemeinsam beten, wie ein Glaubensbekenntnis aussprechen. Wir nehmen nochmals diese Verse aus dem Psalm 73, Vers 23. Und beten es gemeinsam wie ein Gebet zum Vater. Und sagen: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen.